Ja, hallöchen Leute und willkommen zurück zu New Super Mario Bros. Wii. Wie ihr seht, ist dieses Level hier schon gemacht und die anderen dahinter auch. Das lag an einem Mega-Fail. Ich habe aus Versehen den letzten, beziehungsweise also den zweiten Part gelöscht. Da habe ich die restliche Welt 1 gemacht, bin bis Welt 2 gekommen. Jedoch ist mir die Aufnahme verloren gegangen. Das tut mir jetzt leid, aber ich werde die ganzen Level jetzt noch einmal spielen. Das Pilzhaus kann ich euch leider nicht mehr zeigen, aber ich kann euch ja mal zeigen, was ich da so abgesahnt habe. Das war eine gute Ausbeute. Zwei Propellerköpfe und ich glaube, die Feuerblume war auch von da. Also ich bin mir nicht ganz sicher, könnt ihr ja vergleichen. Dann habe ich 9 Leben und ja. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mit Welt 1-4 wieder an. Das ist jetzt natürlich ein super Start für das Let's Play. Ich weiß, es tut mir extrem leid. Im letzten Part war es ein bisschen fail, dass die Tonspur irgendwie nur auf einem Kopfhörergedöns zu hören war. Dafür entschuldige ich mich auch. Und jetzt ging eben der zweite Part verloren, aber ich denke, das sind nur die Anfangsschwierigkeiten und das wird dann schon irgendwann noch besser werden, beziehungsweise alles kann besser werden. Okay, ich höre auf. Mein Gesang will niemand hören. Das denke ich zumindest. Außer ich werde hier der neue DSDS Superstar und dann würde ich mich ja, dann würde ich mich fremdschämen, wenn ich das werden würde. Weil, mögt ihr solche Castingshows? Schaut ihr euch die an oder sagt ihr, nee, ist absoluter Bullshit? Also ich muss sagen, also gestehen, ich schaue ab und zu wirklich mal rein, aber durchgehend schauen kann ich sowas nicht. Also das halte ich mit meinem Kopf nicht aus, weil das einfach so schlecht ist manchmal. Also wer das eine Staffel lang aushält, der ist echt gut. Und vor allem, die ganzen Leute, die da irgendwie gewonnen haben, weil nehmen wir jetzt mal Supertalent, DSDS oder was auch immer es noch da gibt, aus denen ist doch nie wieder was geworden. Also ich habe noch nie von jemandem was gehört wieder. Und wie komme ich da an die Starcoin? Auf jeden Fall nicht so, wie ich es machen wollte. Aber das ist mir jetzt auch relativ egal, weil so wichtig sind mir die Starcoins jetzt auch wieder nicht. Oh Gott, das war knapp. Im zweiten Part habe ich ein bisschen gefailt, aber nicht mal unbedingt in den Leveln, sondern bei dem Goomba. Ihr werdet nachher noch sehen, worum es sich dabei handelt. Und ja, die Fische hier sind die einzig fiesen. Ah, da war ein One-Up in der Dingens, wie heißt denn das nochmal? Muschel, genau. Das wusste ich auch noch nicht. Auf jeden Fall bei dem Goomba-Spiel habe ich mega viele Leben verloren, ansonsten gar keine Fehler gemacht. Und das war ein bisschen, ja, lame. Aber okay, vielleicht wird es ja diesen Part wieder passieren, dann könnt ihr euch einen ablachen. Weil der Goomba kommt jetzt gleich dran, als nächstes Level, sag ich jetzt mal. Das Level hier gerade war jetzt ein Unterwasserlevel. Ich mag Wasserlevel nicht so gerne, aber man muss sagen, sie sind schon ganz gut gemacht. Und ich werde jetzt einfach mal absichtlich gegen den Goomba kämpfen, weil es würde ja auch dazugehören. Weil man muss gegen den kämpfen, wenn man da das erste Mal durch will. Und deswegen werde ich das jetzt auch einfach machen. Also ihr seht, wir müssen diese ganzen Toad-Münzen einsammeln. Und ich sehe gerade das Spiel hier. Ah ne, wurde doch nicht anders. Ich habe gerade gedacht, das wurde verändert. Aber da kommen ja doch noch so kleine Goombas raus. Und hier habe ich so mega gefailt. Ich weiß nicht warum, weil jetzt gerade finde ich es irgendwie extrem einfach. Ja, war irgendwie kein Problem. Ich weiß nicht, ich bin da wirklich 3-4 Mal gestorben dran das letzte Mal. Das ist ja, etwas komisch, aber okay. So haben wir wenigstens noch 3 Pilze abgegriffen. Das ist ja auch ganz gut. Und dann hat er sich mal verpisst. Wir machen zuerst das obere Level. Also hier müsste man im Prinzip nur ein Level machen, aber ich mache trotzdem beide, weil ich euch das Ganze natürlich so ein bisschen zeigen möchte, auch wenn ich euch natürlich sowieso schon nicht sonderlich viel zeige. Ich schaue ja nicht unbedingt nach allen Starcoins und ich suche jetzt auch nicht krampfhaft nach Secret Exits in Geisterhäusern und so weiter. Das ist mir persönlich zu blöd. Und jawohl, Propellerhead, Propellerhead. Nein, komm her, komm her, komm her. Ja, ich liebe das Item. Das ist einfach mit Abstand das beste Item, was es gibt in dem Spiel. Muss man so sagen. Und oh, hier hat sogar eine Ranke drin. Ist ja unglaublich, dass ich da drauf gekommen bin. Habe ich das letzte Mal nicht hinbekommen.
Und yay, hier ist eine Starcoin, von der man unten nicht drankommt, sondern man muss hier drauf stehen und dann, ja, darunter, wenn ich das hinbekommen würde. So, und jetzt, nein, runter, ja, Wolski, geht doch. Jawohl, ich stelle mich gerade extrem gut an, es ist unglaublich, hätte ich nicht von mir erwartet, muss ich ganz klar sagen. So, und go, go. Gumba, tschüss. Ach, dich kann ich ja mitnehmen, im Prinzip, aber will ich gar nicht. Willi gar nicht. So, oh, da ist auch eine Starcoin, okay. Sollte jetzt auch nicht unbedingt ein Problem werden, vor allem mit dem Propellerhead ist das extrem leicht. So, hier sehen wir einen Pfeil nach oben aus Münzen und das geht, wenn wir hier schütteln, dann können wir diese Teile nach oben schrauben, aber... Ob wir das jetzt so unbedingt brauchen, ich weiß es nicht, weil wir haben ja hier noch den Propellerkopf gedöns und dann sollte das schon gehen. Mich würde mal interessieren, wie nennt ihr das Teil? Es gibt Leute, die nennen das Propellerhead, ganz cool. Es gibt Leute, die nennen das Propellerkopf, es gibt Leute, die nennen das Fluganzug, es gibt alles Mögliche und ich würde gerne noch nach da oben gehen und ja, die 8 roten Münzen sammeln vielleicht. Mache ich das? Ja, das mache ich jetzt einfach mal. So, und dann noch kabam, dann kriegen wir nämlich einen One-Up, ganz einfach, weil wir schon ein Power-Up haben. Wenn man ein Power-Up schon hat, dann kriegt man ein One-Up, wenn man noch, wenn man klein ist oder nur Super Mario, der ganz normale, ohne irgendwie ein besonderes Item, bekommt man ein anderes Item, ein cooles und ein tolles und ein super schickes. Und ich habe irgendwie Angst vor diesen Koopas, weil ich da bestimmt noch ein Leben verlieren werde dran. Und das hier war jetzt vielleicht nicht unbedingt so schlau. Ja, okay, es ging. Hätte nämlich sein können, dass wir mitten in den Abgrund landen. Das wäre weniger toll gewesen. Ja, hier überspringe ich mal. Starcoin können wir mitnehmen und dann habe ich tatsächlich alle drei. Das letzte Mal habe ich keine einzige bekommen. Weil da hatte ich den Propellerhead auch nicht. Daran erinnere ich mich noch, dass ich den dann nicht hatte. Und wir holen uns noch das One-Up an der Spannstange, Spitze-Teil, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Insgesamt würde mich interessieren, wie das, wie ihr das Projekt findet. Ich nehme, also ich habe den ersten Part noch lange nicht hochgeladen. Ich nehme erst, ja, 5 Parts oder so im Voraus auf und kann dann erst eure Reaktion erfahren, ganz einfach, weil ich so einer bin, der lieber im Voraus aufnimmt, dann wirklich auch konstant irgendwie Videos bringen kann, der dann nicht irgendwie sagen muss, ja, tut mir leid, aber ich habe gerade keine Videos mehr, dann müsst ihr mal irgendwie eine Woche warten. Weil das finde ich persönlich... Na, ich will die Feuerblume nicht. Ich will meinen Propeller-Typ hier beibehalten. Denn der ist einfach viel cooler als irgendwas anderes. Und damit kommen wir auch hier nach oben. Yay! Das hätten wir mit der Feuerblume nicht hinbekommen. Nein, nein, nein. Oh, hier ist auch eine Ranke drin. Ha! Das ist jetzt echt Zufall, dass ich die alle finde. Weil, ihr habt ja auch gesehen, hier hatte ich auch nur eine Starcoin. Und, oh, okay. Hier bekommen wir ein Item, und zwar einen Stern. Okay. Ja, das ist jetzt nicht so schlecht. Propellerhead hätten wir ja eh schon gehabt. Ein One-Up wäre okay gewesen. Und der Stern ist natürlich auch ganz gut. So, gib mal her. Dann rushen wir jetzt einfach mal kurz durch, würde ich sagen. Und run, soweit wir können. Und dann lassen wir es lieber mal, weil ich will nicht unbedingt mein Teil verlieren. Mann! Scheiß Gumba. Das war ja klar, dass mir das jetzt wieder hier passieren musste. Ich kann bestimmt irgendwie da runter... Na, wobei... Ja, hier wäre ein One-Up gewesen. Das hätte ich bestimmt irgendwie holen können, aber okay. Ich weiß jetzt nicht genau wie. Und nein, nicht an die Fahnenstange. Ja gut, wir haben zwar alle Sachen, aber ich hätte so gerne den Propellerhead noch gehabt. War das jetzt schon das andere Level auf der anderen Seite? Ja, unglaublich. Wir kommen hier ja richtig gut voran. Vielleicht schaffen wir dann sogar noch das erste Level von Welt 2 in den Part hier rein, wenn ich mich nicht doof anstelle hier in dem Castle. Aber ich meine mich dran zu erinnern, dass ich das auf Anhieb geschafft hatte. Auch wenn ich im letzten... also in dem eigentlichen Part viel mehr gefehlt habe als jetzt. Und wir bekommen eine Eisblume. Das ist doch immer schön, auch wenn ich die Feuerblume bevorzuge, weil... Na, wobei, manchmal ist die Eisblume auch besser. Das kommt aufs Level an. So, die Starcoin hier habe ich mir das letzte Mal auch geholt. Nein, du Kack!
Teil. Wie hießen die nochmal? Jetzt fällt mir das nicht ein. Knochentrocken, genau. Ah, der hat mich hier jetzt hier, ne? Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, triff halt mal, Mario. Musst du üben. Kann ich hier vielleicht... Nein, es reicht nicht vom Platz. Ich hätte da bestimmt irgendwie hochgekonnt. Also mit einem Propellertyp hätte ich es bestimmt noch hinbekommen. Aber nein, ich habe ihn ja nicht mehr, weil ich versagt habe an einem Goomba. So, nee, hier können wir einfach durchlaufen, weil der kann uns hier ja nichts machen. Hier müssen wir jedoch warten. Außer, ich weiß nicht, vielleicht kommt man hier auch, wenn man ganz schnell einfach durchrennt, auch durch. Aber das Risiko gehe ich jetzt einfach mal nicht ein, weil, keine Ahnung, weil halt so ist. Und die Starcon hier habe ich mir das letzte Mal schon geholt, also da müssen wir jetzt nicht mehr drauf achten. Wow, es war trotzdem nochmal knapp. Welchen Weg nehmen wir? Wir nehmen den unteren, würde ich sagen. Und holen uns noch ein paar Münzen, weil wir können. Und wir haben schon 13 Leben, das ist mehr als ich jemals in dem ganzen Spiel hatte, glaube ich. So, und hier rennen wir jetzt einfach mal durch, weil ich will die roten Münzen ganz gerne haben. Denn One-Up. Ich versuche jetzt in den ersten Welten hier so viele One-Ups wie möglich noch zu holen, weil dann kann ich mich auch später im Spiel noch ein bisschen blöder anstellen, weil zum Beispiel Welt 8, da werde ich sowas von fehlen, das weiß ich jetzt schon. Und auch in anderen Welten davor wird es wahrscheinlich einige Fails geben. Es ist insgesamt so, ich habe manchmal Tage, da schaffe ich alles, und manchmal Tage, da fail ich dauerhaft in dem Spiel. Das ist ganz verschieden und es gibt auch so Phasen. Also wenn ich einmal einen Level nicht geschafft habe und dann irgendwie 20 Mal noch versucht habe und immer noch nicht geschafft habe, dann schaffe ich es auch nicht mehr. Das ist dann einfach so. Und ich weiß nicht, soll ich in die Röhre runtergehen und... Ja, komm, ich mach's jetzt einfach mal. Wenn ich es hinbekomme... Nein! 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 Ich bin so dumm! Warum will ich da unbedingt rein? Da wäre eh nur eine Starcoin gewesen. Habe ich einen Checkpoint aktiviert? Bitte, bitte, gab's da einen Checkpoint. Bitte, 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 bitte. Also das nächste Mal gehe ich dann auf keinen Fall mehr runter. Ja, toll. Na super, das hab ich wieder gut gemacht. Hab ich wieder toll gemacht. Ma. Da wollte ich wieder zu viel. Da wollte ich wieder zu viel. Aber das ist immer der Fehler, der mir hier passiert. Ich möchte noch irgendwie einen Special holen, was ich eigentlich gar nicht unbedingt brauche. Und dann fail ich deswegen. So. Aber ich weiß jetzt wenigstens, wie das hier ganz gescheit abläuft. Also das weiß ich mittlerweile gut. Und deshalb habe ich da, denke ich, nie so viele Probleme mit. So. Ja, geh mal weg. Und dann holen wir uns wieder das One-Up hier, das wir ja gerade verloren haben. Also das Leben haben wir verloren, nicht das One-Up. Und dann haben wir wieder die 14 Lives. Ah, nee, wir kriegen gar kein One-Up, weil wir ja gar kein Power-Up hatten. Ja, okay. Feuerblume ist natürlich auch okay. Ich frage mich, warum man am Anfang von dem Level eine Eisblume bekommt und dann so eine Feuerblume. Hm. Vielleicht hätte man... Ja, vielleicht ist das nur wegen den roten Münzen so ein Special, dass man da die Dingens bekommt. Ach, den tun Feuerbälle ja gar nichts. Stimmt, da war ja was. Also gegen Knochentrocken ist dann anscheinend doch die Eisblume effektiver. Zumindest so ein bisschen. Denn wenn die eingefroren sind und man sie dann irgendwo hinwirft, dann sterben sie auch tatsächlich. Mit der Feuerblume können wir ihnen hingegen gar nichts anhaben. Da können wir immer noch nur drauf springen. So, ich werde jetzt die Röhre lassen. Und hat's hier noch irgendwas? Weil manchmal hat's hier bei so Bosskämpfen in der Ecke nochmal irgendwelche Power-Ups, genau. Wie zum Beispiel hier die Blume. Aber da wir sie eh nicht gebraucht haben, ist das auch egal. Den Boss könnten wir jetzt im Prinzip mit der Feuerblume erledigen, aber wir können das auch auf die klassische Weise machen. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich werde mit ein paar Feuerbällen draufhauen und aber auch hier mit so ganz normal draufspringen, ganz regulär. Und ihr seht schon, Kamek ist da und der verzaubert jetzt die Arena, so dass das Ganze ein bisschen schwieriger wird. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass jetzt diese... Ja genau, das sind Röhren, die bewegen sich jetzt und dadurch soll das Ganze ein bisschen erschwert werden. So, bam, badam. Nein, ich bin so dumm und verliere die Blume direkt am Anfang. Ja, aber insgesamt ist der Boss ist so einfach und ich krieg's einfach nicht gebacken. Sag jetzt nicht, ich kratz hier noch ab. Das wäre echt peinlich. Das wäre echt richtig lame. Also das wäre Goomba-Style. Nein! Oh! Leck mich!
Puh. Als kleiner Mario gerade noch so hinbekommen. Das war knapper, als ich gedacht habe. Puh. Okay, dann sind wir doch wieder bei 15 Minuten, dann haben wir es doch nicht weiter geschafft. Und, ja, ich möchte speichern. Okay. Und dann würde ich gerne die Welt wechseln und dann gehen wir wieder in Welt 2. Und das ist die Wüstenwelt, die liegt mir schon wieder ziemlich schlecht, im Gegensatz zur ersten Welt. Und die werden wir im nächsten Part machen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder dabei. Bis dahin, ciao Leute.